Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Attack of the B-Team mit dem TKW und dem Tavido auf dem Kanal Multiplayer. Das ist Lava. Lava, ja. Und ihr seht das Ganze aus meiner Sicht. Ja, ja, wie und immer, ist auch immer abwechselnd. Ja, wollte. Ja, okay, es liegt zwischen der. Zwischen der. Was war das? Vierten Folge? Nein, fünften Folge? Ja, genau. Heute gerade ist die fünfte Folge veröffentlicht worden. Gerade in diesem Moment. Nein. Klar. Also meine Folge ist nicht die fünfte, sondern die vierte. Deine ist die fünfte. Ja, dann ist die vierte gerade veröffentlicht worden. Die fünfte kommt morgen. Na dann? Ja, da kann man mal sehen, wie lange da die Aufnahme, die Lücken zwischen den Aufnahmen sind. Wir spielen immer noch auf der Version 1.0.2, das heißt, wenn irgendwelche Bugs oder so auftreten sollten, die in den neuen Versionen noch nicht, also schon gefixt sind, worden gefixt sind, gefixt, gefickt, gefixt, gefickt, gefixt, was hast denn du für Probleme? Ja, freundliche Versprecher, gefixt worden sind, so, ach du Scheiße, das ist krass hier hoch, dann, ja, kommt das zu einem späteren Zeitpunkt zu uns. So. Ja. Ich laber nur Scheiße, weil ich gerade irgendwie nervös bin. Ja, wie ihr sehen könnt, offensichtlich benutze ich das Fax Texture Pack. Ein paar Items sind haben noch keine neuen Texturen, also ziemlich viele sogar. Aber naja, ich finde einfach das normale Texture Pack einfach so scheiße. Ach du Scheiße, was ist hier los? Ich lade die Welt nicht, F3 und da! Oh, ich ertrinke! Oh. Warum habe ich die Graphics so fast gestellt? I don't know that. Oh, fancy will ich die haben. Fail. Ich wollte mich eigentlich auf den Weg nach Hause machen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich bin verloren. Nein! Ich habe keinen Waypoint gesetzt! Nein! Beim Haus. Oh Gott. Ne, ich auch nicht. Nein, wir sind alle verloren. Wir werden alle sterben. Du warst natürlich auch schon so gescheit und hast natürlich diesen schwarzen See zugebaut, oder? Ja. Daran hätten wir uns jetzt orientieren können. Oh ne, das war eine Höhle, ne? Nein! Naja, sonst kann man ja in der alten Aufnahme nach den Cordis gucken, aber das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, wa? Ja. Doch, ich müsste sogar ungefähr wissen, wo das war. Ah, da. Geh ich gleich mal gucken. Jetzt gehe ich erstmal hier in diese Höhle rein. Okay, wir werden auf jeden Fall in den nächsten 12 Folgen nicht heimfinden. Ja, ist klar. Weder du noch ich. Ist klar. Ganz viele Schweine. Haben wir eigentlich wieder auf schwierig gestellt? Die Schwierigkeit. Nee. Immer das gleiche, ey. Soll ich noch umstellen? Nee. Hab ich schon. Auf schwierig wolltest du stellen. Ja, ist mir auch wohl das gleiche. Fast jedenfalls. Ich habe es leider nicht geschafft, den Shader zu installieren. Das könnte aber auch noch kommen. Du immer mit deinem Shader, ey. Ja, ich liebe den Shader. Was ist denn das da? Ich habe ein Schwert gefunden. Ein kaputtes. Kann ich jetzt damit? Ich hab die Höhle gefunden. Was war das denn? War das ein Creeper gerade? Ich hab noch 3 Leben, Alter.
Ich habe die Höhle gefunden. Das ist gut, zeig mir die Cordy. Nein. Arschloch. Ja, jetzt will ich sie nicht mehr. Will ich gar nicht. Okay, dann nicht. Hol mir jetzt erstmal das ganze Zeug aus der Höhle raus. Oder aus der Schlucht. Das war blöd. Von mir. Das ist ein Wunder, dass mir so etwas passiert. Kann dieses Schwert denn? Kann man nichts draus machen. Broken Ancient Sword. Weißt du zufälligerweise, würde mich wundern, aber weißt du zufälligerweise, was man da draus machen kann? Aus was? Aus dem Broken Ancient Sword. Dadurch, dass es Ancient ist, keine Ahnung. Bisschen Redstone hier sammeln. Du sammelst du Redstone? Brauch doch keinen Sau. Keine Ahnung, vielleicht brauche ich es noch. Aber nur ganz vielleicht. Lass mich selber, also lass mich sammeln, was ich will. Ja, ich beschwere mich ja gar nicht. Ja, ja. Super. Was ist das denn? Silizium. Ah, das braucht man für den Galactic Craft Mod und da braucht man Redstone für. Oh, ich habe Biofossil gefunden. Oder Biofossil. Um den blauen Solarwerfer herzustellen. Einen blauen Solarwerfer? Ah, ja, heißt das jedenfalls bei mir. So, und bei mir ist gerade etwas mega cooles geschehen. Ich habe nämlich eine Fledermaus gekillt. Und jetzt kann ich fliegen. Das haben wir nämlich auch festgestellt. Und außerdem kann ich durch einmal ein große Löcher durch. Also, deshalb feiere ich die Mod auch schon wieder so, wo man sich verwandeln kann. Die Tiere, die man killt. Okay, brauchst du jetzt noch die Koordinaten oder nicht? Gleich. Wie gesagt, ich hole noch das ganze Zeug aus der Schlucht raus. Sehen wir wieder aus, bis er die Koordinaten braucht. Was sind meine? Ach, Gold nehmen wir auch mal mit da. Ich habe einen Broken Ancient Helmet. 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 Den kann ich aber auch nicht aufsetzen. Also nicht. Aber vielleicht kann ich ihn so aufsetzen. Auch nicht, wahrscheinlich. Wir haben nämlich was ziemlich cooles rausgefunden. Man kann nämlich, wenn man in das zweite Inventory-Menü geht, also dieses Rüstungs-Inventory-Menü, kann man sich da verschiedene Blöcke aufsetzen. Das finde ich ziemlich cool. Mhm. Und zum Beispiel eine Truhe auf den Kopf setzen oder so. Genau. Das ist schon nice, das Ganze, wa? Mhm. Geht das auch? Fackeln zum Beispiel gehen auch. Ich hab nur ein bisschen bescheuert. Macht man dann auch Licht damit? Das könnte ich nämlich gerade gut gebrauchen. Ich glaube nicht. Schade. Das wäre noch nicer. Oh, ist das praktisch, wenn man durch einmal einen Block durch kann. Habt ihr das eigentlich schon mal erwähnt? Nein, ich glaube nicht. Ah, gut, ja, wenn du dich dann mal... Mir aber schlecht zu. Kannst du dich jetzt genheimwärts bewegen? Ja, ja, wenn du mir die Kost gibst. Okay, x ist minus 794, 49. Warum sind meine Koordinaten nicht aus? Wo stellt man die Koordinaten an eigentlich? F3. Nein, ich meine, gibt's hier keine unter der Map? Nein, gibt's keine. Oh, das ist blöd. Wie sind die? X ist minus, 9, minus 749. Warte, das suche ich jetzt einfach auf der Map. 700... Jetzt ist da, ja? Und Z ist 37.
Ja. Und Y ist, also Y, die Höhe ist Fragezeichen. 69. Und das habe ich nur gesagt, ja, weil ich dir beweisen wollte, dass mich die Zahl 69 verfolgt. So, dann werde ich erstmal dahin fliegen. Kann ich nämlich. Alter, ich hätte die sogar gesehen, da ist ja Licht. Bin schon klug manchmal, wa? Mal gucken, ob er mich kommen sieht. Bin ich echt mal gespannt. Au! Let's pen. Warte, das will ich sehen. Ah, oh, Monster. Nee, ich bin eine Fledermaus, da kann ich schlafen. Nein, ich will nicht aus der Fledermaus raus. Guck mir das nicht an. Au, hör doch mal auf jetzt. Das waren meine Truhen, wa? Ja. Ja. So, ganz schön viele Diamanten hier. Ja, klar. Ja, kannst du jetzt bitte pennen gehen, komm. Bäh. Ich hoffe ja, du hast mal wieder, klug wie du bist, auf die Uhr geguckt, ne? Okay, das sagt alles. Okay, wir haben bis jetzt 12 Minuten. Gut. Schon 12 Minuten, ist krass, gell, wie schnell die Zeit vergeht. War das eigentlich mein Eisen hier? Oder war das deins? Wo? Im Ofen. Okay, war meins. Wenn du schon so fragst. Ja, wir wollten die Unterwasserkuppel bauen, wa? Ja. Dann würde ich mich jetzt mal auf die Suche nach einer Wüste oder Alter, sowas geben. Also naja, braucht man ja nicht suchen, aber... Dann nehme ich mir erstmal... Ja, wir haben ja eine Wüste gehabt. Ja, ja. Dann werde ich mir erstmal eine Dia-Schaufel machen. Oder vielleicht besser auch sogar drei. Und dann hole ich mir irgendwo eine Fledermaus, wenn ich eine finde. Wäre natürlich cool. Und dann gehe ich dahin. Oder fliege ich dahin, besser gesagt. Da ist ein... Hilfe, bist du das? Krieg Angst, Alter. Wenn da so ein Creeper auf einen zugerast kommt. Bist du ein Creeper? Nein. Alter, warum war der denn so schnell? Wenn der jetzt explodiert, dann... bring ich ihn um. Ist er tot? Er ist weg. Hä, ich hab den noch nicht mal... Irgendwie... ist das gerade ein bisschen gruselig. Ich hab den nicht gekillt. Aber er ist weg, da ist er. Alter, ist das ein Ras-Zombie? Oh, ich hab ihn nicht getroffen. Ach, das bist du. Du bist es einfach. Ich wusste es. Du bist ein Arsch. Da hinten ist aber noch ein echter Creeper. Ach, du ist ein Creeper. Bist ein Spack. Ja, la la la. Sorry. Ich hatte wirklich nicht vor, dich zu finden. Ja, wie man sieht, man kann... Du heißt sogar David auf 450. Ja, dann bau wenigstens ein Scheiß hier ab. Ja, kannst du auch Hand machen, aber egal. Ah ja, ich habe ihn nicht gescheit getroffen. Das ist mal wieder typisch David, ey. Ja, ich gehe dann mal Richtung Wüste. Gut, ich möchte einen Auftrag, ich möchte mit einem Auftrag betreut werden. Sag mir, was ich tun soll. Und verwandle dich wieder zurück. In wohin? Dich. Ey, was bin ich denn? Mich. Ah, ich bin oder du. Ich. Nee. Ich will du bleiben. Ja, dann sieht man auch mal, man kann sich wirklich in andere verwandeln. Ja, man heißt dann auch man so. Hat dann... Ja, genau. Ich bin erst der David. Tut mir gerade voll leid.
Ja, sag mir, was ich tun soll. Ich bin immer so, ich bin Ja, immer so. kommst du mit oder kommst du nicht? Nein, ich will lieber was Eigenes machen. Okay, dann leg irgendwo ein Fenster, dass wir ein bisschen mehr zu essen haben. Ein Wasser, ein Feld. Hey. Ja, das Ich war glaube, das ist die bemerkt. Ab. Standardaufgabe, die ich dir immer gebe, oder? Ja, glaub schon. Gut, ich baue noch schnell das Zinn und das Silizium oder wieder, wie ist das, was ist das? Zinn, doch Zinn. Zinn oder, ja. Das Zinn und das Eisen ab und dann mache ich mich ins Feld. Wo soll das Feld hin? Irgendwo, keine Ahnung. Kann ich es ins Wasser machen? Ins Wasser. Ja, halt an der Oberfläche, halt am Wasser. Ja, mach's wie du willst. Okay, dann mache ich es, wie ich will. Okay. Sieht wahrscheinlich scheiße aus. Ja, wahrscheinlich. Die vielleicht doch nicht ganz so viel Freiraum geben sollen, lassen sollen. Denke ich das? Ah, ja, Wasser. Regeneration. Nicht. Liebe dieses Wasser. Wäre nur blöd, wenn man im Wasser der Regeneration ertrinken würde, wa? Ja, es wird doof. Das kann, Ach glaube komm, ich, ich nur will ich in nicht so mehr einem Fall. abbauen, ich will jetzt etwas aufbauen. Ui. Schon Oh, mal nicht gute Vorsätze, ja? so Kann man langsam. nicht anders sagen. Habe ich noch irgendwo Erde? Kann man Natürlich. dieses Wasser eigentlich nehmen? Brauche einen Eimer. Da macht er einen. Ja, ich habe kein Eisen dabei. Ja, nicht. Also geschmolzen ist jedenfalls nicht. Da muss ich mal den Ofen craften. Ich baue jetzt einfach Aber hier ich brauche. hinten, dann nehme ich das ab. Kohle. Oh, scheiße. Geht 2 Minuten haben wir noch. Okay, dann muss ich mich beeilen. Los, Holz, mit Holz. Da ist Holz. Workbench. Oh. Den Ofen. Ich habe keine Kohle. Das hat schon. Nein, kann man nicht. Nehme ich halt Holz. Mal 2 Eimer. Dann können wir uns nun endlich Glitter bei uns machen. Glitter ist schon nice, das Wasser, wa? Kann man das Muss mitnehmen? ich schon. Ich probiere es ja jetzt aus. Dafür mache ich ja jetzt die Eimer. Komm, ein Eisen noch. Komm, los, Kinder! Also YouTube Doch. irgendwie, ich verstehe YouTube nicht, ja? Ich habe für ein knapp über 20 Minuten Video habe ich Ich glaube, 120 Minuten zum Hoch. das machst du nächste Folge, also das erzählst du nächste Folge, denn glaub nicht. Och nee, da kriegt man Wassereimer raus. Ja, dann geht's halt nicht. Gut. Die Enttäuschung könntest du heben wir uns einfach für die nächste Folge Ich glaube, die ist bis dahin verflogen. Ja, gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.